Droht jetzt der Ausverkauf beim Gold und warum Gold momentan nicht so profitieren kann von der aktuellen Situation, das ist unser Thema in den nächsten Minuten. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Capital.com. Mein Name ist Hermann Köckemann und bevor wir durchstarten, empfehle ich dir den Kanal direkt zu abonnieren, denn jede Woche erwarten dich hier neue interessante und spannende Videos rund um das Thema Börse, Finanzen und Trading. Tja, eigentlich gilt Gold immer als sicherer Hafen, das heißt zum Inflationsschutz oder auch bei Krisen. Beides haben wir. Zum einen haben wir die Krise natürlich Russland-Ukraine und zum anderen eine deutlich höhere Inflation als das, was sich sonst die Notenbanken als Benchmark so wünschen. Da redet man immer so von diesen 2%. Aber im März war die Inflationsrate allein in den USA bei rund plus 8,5% und auch die Inflationserwartung für das weitere Jahr, wenn man so zur einen oder anderen Stelle mal hinhört, auch die sind noch deutlich höher als das, was sich sonst so eben die EZB oder auch die Federal Reserve als Benchmark so vorstellen. Man stellt sich natürlich jetzt die Frage, warum kann Gold nicht profitieren? Warum geht es seit Tagen immer weiter Richtung Süden? Und zum einen haben wir auch die Situation, dass zum Beispiel US-Staatsanleihen, die deutlich angestiegen sind, gestern schon unter 2,8% gefallen sind in den Renditen. Also das ist so ein Konkurrent als sicherer Hafen für Gold. Und Gold kann immer noch nicht profitieren. Welche Situation haben wir da? Zum einen hat sich der US-Notenbankchef Jerome Powell geäußert und der hatte kundgetan, dass er sich durchaus vorstellen kann, dass im Mai bei der nächsten US-Notenbank-Sitzung ein kräftiger Schluck aus der Zinspulle genommen wird. Normalerweise steigen die Zinsen so in so Schritten von 0,25%. Jetzt ist die Rede von 0,5%. Mehrere Zinsschritte für dieses Jahr ohnehin seitens der US-Notenbank angekündigt. Und auch die EZB kommt jetzt aus dem Knick und sagt, naja, so ab Juli können wir uns durchaus bis zu 3 Zinsschritte für dieses Jahr vorstellen. Und da Gold eben keine Zinsen abwirft, ist das so ein bisschen problematisch für Gold. Denn da geht man lieber auf die Zinsseite, wenn die Zinsen steigen. Und man erwartet sich natürlich davon, dass die Inflation dadurch ein Stück weit auch eingedämmt wird. Den nächsten Punkt, den wir aber haben, was Gold natürlich so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, das ist die Tatsache, dass der US-Dollar eine Rallye angesetzt hat. Also der US-Dollar, der steigt und steigt und steigt. Gucken wir uns auch gleich nochmal eben an, der Euro dazu im Vergleich immer schwächer, immer schwächer. Und da eben Gold primär eben im US-Dollar gehandelt wird und man das Geld erstmal wechseln müsste, um US-Dollar zu kaufen, um dann eben in Gold zu investieren, ja, da wird das dann ein Stück weit unrentabel, jetzt dort direkt massiv in Gold einzusteigen. Ohnehin Gold momentan an einer sehr interessanten und spannenden Unterstützungsmarke. Schauen wir uns jetzt dran auf der Plattform von Capital.com. Los geht's! Starten direkt durch im Wochenchart und verschaffen uns zunächst erstmal einen Überblick. Jetzt auch mal weniger in Bezug auf Trend, sondern wir schauen zunächst mal hier auf diese beiden Bereiche. Hier sehen wir, dass wir zum einen das Top aus August 2020 haben und dann jetzt hier nochmal im März haben wir nochmal so einen Peak nach oben bekommen, also quasi ein Doppeltop. Und im weiteren Verlauf sehen wir, dass wir dann Korrektur bekommen haben hier im Wochenchart. Den Versuch nochmal hier nach oben anzuschließen, aber jetzt in der zweiten Woche sehen wir, dass der Kurs bei Gold weiter unter Druck gerät. Das heißt, wir können durchaus noch ein ganzes Stück an Korrektur bekommen, das heißt, wir können noch weiteren Abgabedruck bekommen und so eine Unterstützung hier auf der Unterseite so grob eingezeichnet, wo ich so ein großer Fan von bin, das wäre so hier in diesem Bereich, denn zum einen, wir sehen es hier linksseitig, wir haben die Kerze für diesen Schub nach oben hin. Kein Nüpp darunter, kein Nix, keine Lunte, kein Docht. Es ging also direkt mit Power nach oben. Wir sehen, dass es hier nochmal funktioniert hat im März. Und wir sehen dann auch nochmal im August letzten Jahres, dass von hier aus nochmal Bewegung nach oben entstanden ist. Also das wäre jetzt so so eine Marke, wo durchaus Unterstützung stattfinden könnte. Dazu parallel haben wir auch hier den gleitenden Durchschnitt, das heißt, dass der Kurs dann hier in diesem Bereich nochmal aufsetzen könnte. Und nächster Faktor, wir haben hier in diesem Bereich natürlich den unteren Teil dieser Seitwärtsbewegung, die wir hier gesehen haben. Somit haben wir die Unterstützung hier im Wochenchart bei 1677 US-Dollar. Widerstand auf der Oberseite, den würde ich mal hier so verzeichnen, bei rund 2029 US-Dollar. Ja, und apropos US-Dollar, wir sehen jetzt hier im Währungspaar Euro-US-Dollar, dass unser Euro hier immer schwächer wird. Also seit Wochen haben wir hier Abgabedruck. Seit Anfang April hat sich das dann hier nochmal verschärft, aber schon im Vorfeld eben, auch schon bevor die Situation in der Ukraine gestartet ist, sehen wir, dass wir hier Druck bekommen haben. Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sehen wir, dass sich die Situation hier nochmal verschärft hat. Das heißt, wir haben hier massiven Druck drauf.
Der Dollar wird immer teurer, somit wird das Investment in Gold auch entsprechend im Vorfeld teurer. Was dazu noch kommen könnte, zumindest mal aus dem Euroraum, was den einen oder anderen dann zurückhalten könnte, jetzt ja Geld zu wechseln, um in Gold zu investieren. Das sehen wir dann hier eben mit diesen Bereichen von Dezember 2016 und Februar 2017, also diese Tiefs. Die sind durchaus prädestiniert, diese Bereiche, dass wenn der Euro hier ranläuft zum US-Dollar, dass wir dann so eine Gegenbewegung wieder nach oben bekommen, also dass ein Wechselkurs günstiger werden könnte. Von damit wäre dann aus der Perspektive als Investition von hier aus gesehen momentan ein Investment für Gold aus der Euro-Perspektive ein Stück weit überteuert. Ja, huschen wir jetzt in den Tageschart zurück bei Gold und da sehen wir auch hier nochmal, dass wir ziemlich viel Abgabedruck bekommen haben, nur kurze Korrekturen. Es ging dann anschließend sofort wieder zügig weiter, also der Kurs deutlich in den Keller gerückt. Das kann auch noch ein Stückchen so weitergehen. Wenn wir jetzt mal hier die Linie ein bisschen anpassen, wenn wir die nach unten ziehen, dann hätten wir jetzt hier zumindest mal für den Moment eine interessante Unterstützungsmarke, den ehemaligen Widerstand. Dazu jetzt hier den gleitenden Durchschnitt, der hier ranläuft. Und wir sehen jetzt auch hier heute Vormittag, Intraday, na, scheint schon ein bisschen Wirkung zu zeigen. Ja. Wir kriegen hier schon eine Gegenbewegung, aber der Tag ist noch nicht durch. Warten wir es mal ab, wie sich das entwickelt. Aber diese Faktoren, so wie so ein gleitender Durchschnitt, die können den Kurs durchaus unterstützen. Wir sehen es hier zum Beispiel draufgelaufen und dann gab es eine weitere Bewegung. Verkauft sind wir hier noch nicht. Das bleibt noch ein bisschen abzuwarten. Also so weit sind wir noch nicht. Aber ab diesem Punkt, das wäre mein präferiertes Szenario, die Situation ein bisschen mehr zu beobachten, ob wir dann eine charttechnische Situation bekommen, das würde ich bevorzugen, um dann wieder weiter nach oben zu ziehen. Also Unterstützung 1868 US-Dollar hier im Tageschart. Ah, Widerstand auf der Oberseite. Charttechnischer Sicht könnte man im ersten Schritt mal sagen, ja klar, hier die vorangegangene Unterstützung, erste, zweite, da unten durch, jetzt Widerstand. Ich persönlich traue dem Goldpass noch ein bisschen mehr zu, dass wir ein bisschen weiter nach oben kommen. Wir haben es hier nochmal, die Kurslücke hier vom 11. auf den 13. März, die ist angelaufen worden, die ist auch geschlossen worden, so richtig per Schlusskurs, jein, also mir wäre es lieber, wenn er nochmal so nach oben durchgelaufen wäre, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir nochmal eine Gegenbewegung bis in diesem Bereich hier oben bekommen, so Richtung 1985 US-Dollar, um hier nochmal anzuticken, um dann den Druck nach unten zu bekommen. Das wäre, wie gesagt, von meiner Seite aus das präferierte Szenario. Also halten wir fest, Widerstand Oberseite 1985 US-Dollar. Ja, damit sind wir schon im Stundenchart. Im Stundenchart sehen wir natürlich hier unterhalb des gleitenden Durchschnitts eine entsprechende Abwärtsbewegung, Abwärtstrendbewegung, Korrekturbewegung, kurze Korrektur, dann wieder ein ganzer Ast an Bewegung mit Kleinstkorrekturen. Hier nochmal Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Ja, Unterstützung auch hier 1868 US-Dollar. Widerstand auf der Oberseite. Wenn wir es ein bisschen enger ziehen, ein bisschen kleiner ziehen, dann sehen wir hier grob diesen Bereich bei 1918. Deckt sich dann auch mit dem kleinen Durchschnitt, der von hier oben angelaufen kommt. Also Widerstand 1918 US-Dollar. Soweit erstmal zu meiner Einschätzung rund ums Gold, die Unterstützungsmarke, die wir gerade besprochen haben. Die ist durchaus interessant und relevant, aber auch für den weiteren Verlauf haben wir uns jetzt zunächst erstmal vorbereitet mit den entsprechenden Widerstands- und Unterstützungsmarken im Wochenchart, im Tageschart und im Stundenchart. Denk aber bitte mal dran, alles was wir im Chart besprechen, das kann so kommen, das muss nicht so kommen. Es handelt sich dabei lediglich um eine persönliche Einschätzung aufgrund meiner langjährigen Erfahrung. Ich hoffe jedenfalls, das Video hat dir gefallen. Wenn das ist, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da und vergiss nicht den Kanal direkt zu abonnieren, dann bist du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Traden. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.